Der wichtigste Feiertag in meinem Leben. Ich bin 1935 geboren, nicht in Deutschland, sondern in der Ukraine, in dem Teil, der Bessarabien genannt wurde. Meine Familie ist 1839 in Württemberg ausgewandert, aus Überlebensgründen, damals durch den entwickelten sich Kapitalismus in Deutschland. Wir lebten friedlich mit den Russen, Rumänen und Bulgaren zusammen. Bereits nach der Machtübertragung auf Hitler 1933 entwickelte sich der deutsche Faschismus auf diese Gebiete, und der Umsiedlungsplan zwischen Hitler und Stalin brachte uns nämlich den Ruf ins Land, heim ins Reich, über Tschechien, Jugoslawien und Polen. Die polnischen Bauern wurden aus ihren Gehöften getrieben und die Deutschen aus Bessarabien angesiedelt. Es galt damals die Verwirklichung des Generalplans Ost. Nur ein Stichwort dazu: Der Generalplan Ost hatte vorgesehen, dass alle Slawen im Osten ausgetrieben werden müssten und zur Germanisierung der Polen. Die Herrenrasse, die damals in Deutschland geherrscht hat, hat in Polen dann die Polen nicht nur unterdrückt, sondern zu Zwangsarbeitern nach Deutschland verklagt. Meine Eltern haben die widerstanden, sie gehörten der bekennenden Kirche an. 1945 brachte uns die Flucht nach Brandenburg, und am 5. Mai wurde diese Gegend durch die Rote Armee befreit. Die ukrainische Division 27 kam mit ihren Panierwagen und ihren Pferdchen vor Brandenburg und befreiten uns. Für mich war die Befreiung als Kind die Befreiung zur Bildung. Für meine Eltern die Integration in ihren Beruf als Bauern durch die Enteignung der Großgrundbesitzer und die Realisierung der Bodenreform. Ja. Die Bodenreform in der SPZ war im Grunde genommen die größte antifaschistische Leistung. Das wird heute immer wieder verkannt, denn die Großbauern wurden enteignet und die entsprechenden Flüchtlinge konnten dadurch ihren Beruf als Bauer fortsetzen. Wenn uns heute immer wieder gesagt wird, in der DDR gab es einen verordneten Antifaschismus, stehe ich dazu. Denn die entsprechende antifaschistische Grundlage für die DDR war genau die entsprechende antikapitalistische Haltung. Meine lieben Freunde und Freunde, für mich war es selbstverständlich, dass dieser Tag, 8. Mai, zu einem Staatsfeiertag wurde, nämlich das Gedenken an die Befreiung Deutschlands vom Faschismus. Deshalb gilt unser Dank den Kämpfern gegen den Faschismus und gegen den Krieg. Unsere Kameraden und Kameraden, die Buchenwald überlebt haben, haben, nachdem am 11. April Buchenwald befreit wurde, am 19. April sich zusammengefunden und geschworen: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Wir wollen auf keinen Fall, dass es in Deutschland wieder Faschisten gibt. Dieser Schwur ist für mich und für viele junge Leute zur Grundlage sowohl ihrer politischen und für mich theologischen Überzeugung gewesen. In Buchenwald sind wunderbare Antifaschisten ums Leben gekommen. Zum Beispiel Paul Schneider, der Pfarrer, der immer den entsprechenden Gefangenen, die auf dem Appellplatz standen, zugerufen haben, dass sie standhaft sein sollen. Standhaft, wie Kommunisten und Christen standhaft sein sollten. Diese Standhaftigkeit war in Grüngern sozusagen das, was uns ausgemacht hat. Wir dürfen niemals vergessen, dass nämlich die Bevölkerung der Sowjetunion mit 20 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg den größten Blutzoll für die Niederlegung der Hitler-Barbarei geliefert haben. Wir haben in diesem Jahr am 27. Januar, nämlich am Tag der Beendigung der Belagerung von Leningrad, an Daniel Granin gehört, der uns deutlich gemacht hat, wie barbarisch der deutsche Faschismus war, nämlich als die Waffe, die immer tötet, nämlich den Hunger als Waffe gegen die Russen eingeführt zu haben. Die Rote Armee hat die Belagerung überwunden. Sie hat die Stadt befreit. Die Losung in der DDR, Ruhm und Ehre den Helden der Sowjetarmee,
wurde uns immer wieder angerechnet und sogar wir wurden belächelt worden. Ich stehe zu dieser Lösung, nämlich ohne die Helden der Sowjetunion werden wir wahrscheinlich niemals vom Faschismus befreit worden. Und dazu sollten wir uns auch bekennen. In der Bundesrepublik Deutschland ist der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung erst spät zur Geltung gekommen. Genau 40 Jahre hat es gedauert, bis der Bundespräsident von Weizsäcker am 8. Mai von der Befreiung gesprochen hat und von einem Perspektivwechsel eingeleitet hat. Bis dahin hatte die Sicht der Nazis, der Deutschnationalen, der Frontkämpfer, der Profiteure und Mitläufer das offizielle Vokabular geprägt. Zusammenbruch, Kapitulation, Besatzer. Mit Weizsäckers Rede wurde die Perspektive der Verfolgten des Nazis gesellschaftsfähig. Der 8. Mai wurde im bundesdeutschen Geschichtsdiskurs, nämlich zum Tag der Befreiung. Und wo es Befreiung gibt, muss es natürlich auch Befreier geben. Wer hat Deutschland denn von dem Faschismus befreit? Nach der Wehrmachtsausstellung war dann auch klar, dass jeder Tag, an dem die Ostfront hielt, den Betrieb in den Krematorien der Konzentrationslager und Auschwitz vor allen Dingen verlängerte. Inzwischen hatte allerdings der Planungsstab der Bundeswehr in den verteidigungspolitischen Richtlinien die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und der entsprechenden ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt zum Auftrag der Bundeswehr erklärt. Und damit war im Grunde das eigentlich widerrufen, was durch die Befreiung vom Faschismus entsprechend ausgerufen war. Seit 1998 ist Deutschland wieder ein kriegführendes Land und ein kriegsbereiter Bundespräsident denunziert jene, die Deutschlands historische Schuld benutzen, um dahinter Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit zu verstecken. Ich kann nur sagen, Teufel, denn das ist eine entsprechende Verneinung dessen, was die entsprechenden Antifaschisten in Deutschland geleistet haben. Der Versuch, der Totalismus-These im Wesen Unvergleichliches gleichzusetzen, wie es Anfang der 90er Jahre beispielsweise in den Gedenkstätten Sachsenhausen, Ravensbrück und Buchenwald versucht wurde, war damals noch auf einen scharfen Protest des Europaparlaments gestoßen. Mit der EU-Osterweiterung kommen von dort die heftigsten Vorstöße für ein neues europäisches Geschichtsverständnis. Gipfel im Beschluss, den 23. August zum Europäischen Gedenktag an die Opfer von Faschismus und Stalinismus zu machen. Diese Gleichsetzung ist im Grunde genommen das Infamste, was passiert ist, nämlich die Opfer gleichzusetzen und gleichzeitig dann auch die Täter zu Opfern zu machen. Wir stehen hier vor den sowjetischen Panzern als Erinnerung an die Befreiung. Wie verhalten wir uns gegen diese mahnende Erinnerung? Der Gipfel der Infamie stellte eine Petitionskampagne der entsprechenden Blätter von Springer, Bildzeitung und entsprechend, also BZ, nämlich da, dass die Panzer hier nicht mehr stehen sollen, weil ja in der Sowjetunion jetzt die Sowjetunion, bzw. Russland, nicht mehr würdig ist, hier entsprechend gewürdigt zu werden. Ich frage mich nur, das sind Abgeordnete, ich frage mich nur, wo ist denn deren entsprechendes Abgeordnetenbewusstsein? Denn diese Panzer stehen unter einem doppelten Schutz. Erstmal unter dem Denkmalschutz und dann zweitens mal unter dem Schutz, dass hier 2000 Tote liegen. Auch unter dem Schutz der entsprechenden ermordeten und zu gefallenen Toten. Die sind nämlich fast alle hier gegenüber an dem Reichstagsgebäude ermordet worden und getötet worden. Liebe Kameradinnen und Kameraden, dagegen müssen wir uns wehren. Es ist völlig klar, dass diese Panzer erinnern daran, dass Deutschland von den Russen befreit wurde. Natürlich von den Alliierten. Aber letztendlich waren die größten Opfer, ich habe schon gesagt, die Russen. Wir müssen uns dagegen wehren, denn dieses ist ein Denkmal. Wir müssen uns dagegen wehren, weil wir nicht aufhören dürfen, unsere Geschichte weiterzudenken und unsere Geschichte zu behalten. Aber diese entsprechenden Momente, nämlich des Eingriffs in die Geschichte, ist für sie im Grunde ein Angriff auf die Geschichte.
dass wir es nicht so weit kommen, nutzen wir den 8. Mai zur öffentlichen Erinnerung an die Befreiung, an die Kämpfe und die Kämpfe, an die Kämpfer und die Kämpferinnen, denen wir sie verdanken. Und erinnern wir an das Vermächtnis der befreiten Häftlinge aus dem KZ Buchenwald und aller anderen. Meine sehr verehrten Kameradinnen und Kameraden, im Andenken an den 8. Mai meinen wir, dass wir eine Verantwortung haben, was im Augenblick in der Ukraine passiert. Nämlich das, was da passiert, ist nichts anderes als eine Fortsetzung, Entschuldigung, ich muss ganz klar sagen, des deutschen Faschismus. Es ist eine Fortsetzung dessen, was im Grunde genommen die entsprechende Partnerpartei der NPD, nämlich die Svoboda, und die Rechten des Sektors als Nationalisten und proeuropäische Maidan-Aktivisten tun. Wir hatten hier vor 3-4 Tagen eine Konferenz im Gebäude des Neuen Deutschlands, wo uns Kameradinnen und Kameraden aus der Ukraine aufgeklärt haben. Nämlich, das alles, was wir als Nationalisten bezeichnen, sind im Grunde nichts anderes als Faschisten. Und deswegen müssen wir sehr klar immer wieder deutlich machen, wir wehren uns gegen den Neofaschismus. Und wir wehren uns dagegen, dass die Hetzkampagne gegen Russland immer wieder entfacht wurde. Auf allen Kanälen wird Russland in den schwärzesten Farben als Bedrohung der Freiheit Europas präsentiert. Von denselben Politikern und Journalisten, die jetzt ukrainische Faschisten als Freiheitskämpfer feiern. Wir haben vom Bund der Antifaschisten dazu eine Erklärung abgegeben. Ich möchte euch diese Erklärung einfach verlesen. Wir fordern in einem offenen Brief den Außenminister Steinmeier auf. Die Situation in der Ukraine ist alarmierend und gibt jeden Tag mehr Grund zur Sorge. Die Beteiligung der langjährigen NPD-Partnerorganisation Svoboda und des mit ihr verwandelten militant-faschistischen rechten Sektors an der amtierenden Regierung in Kiew und deren Anerkennung durch EU und Bundesregierung haben das Land an den Rand des Abgrunds gebracht. Durch die Regierungsbeteiligung sind Kräfte mit Macht ausgestattet und staatlich legitimiert, die sich offen und aktiv auf die faschistischen Kollaborateure des Vernichtungskrieges beziehen. Das mobilisiert bei allen Gruppen, die historisch den Faschisten zum Opfer fielen, insbesondere bei der jüdischen Minderheit, bei Antifaschisten und russischsprachigen Bürgern der Ukraine, die berechtigte Ängste haben müssen. Diese Ängste ernst zu nehmen, ist eine notwendige Schlussfolgerung aus der deutschen und aus der europäischen Geschichte. Das ist nicht nur von Seiten der Regierung Kiew, sondern auch aus Russland an nationalistische Haltung und Gefühlen appelliert und entsprechende Kräfte von beiden Seiten unterstützt werden, ist unübersehbar. In einer solchen Situation wäre es Aufgabe der Friedenspreisträger EU und der Bundesregierung, für Deeskalation zu sorgen. Stattdessen wird über buchstäblich alle Kanäle das antirussische Ressentiment gepflegt und verstärkt, während die offene Gewalt der Demonstrantinnen und Demonstranten auf Maidan nicht nur als legitimer Volksaufstand unterstützt wurde, sondern auch die Regierung davor gewarnt wurde, mit Gewalt zu antworten, bleibt der Einsatz von Militär in Ostukraine ohne öffentliche Reaktion. Der Tod von 42 Menschen, inzwischen sind es wahrscheinlich schon 100 Menschen, im brennenden Gewerkschaftshaus von Odessa hat die Situation dramatisch zugespitzt. Auch wenn sich nach wie vor nicht feststellen lässt, wie es dazu kommen konnte, so schreibt doch der Vorwärts zutreffend. Die Bilder sind schrecklich genug. Flammen schlagen aus dem Haus. Menschen versuchen, sich aus den Fenstern zu retten. Männer auf dem Platz davor, die Tarnanzüge jubeln, fließen auf die Fassaden, schleudern Brandsätze auf die pro-russischen Aktivisten, die aus dem Inferno fliehen wollen. Wieder einmal greifen die Sicherheitskräfte nicht ein. Wir fordern von der Bundesregierung, dass sie ihren offenbar in beiden Richtungen vorhandenen Einfluss nutzt, um die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Damit würde sie tatsächlich einer besonderen deutschen Verantwortung gerecht werden.
Und dieses müssen wir sehr deutlich unserer Regierung sagen und von unseren Abgeordneten fordern, dass unsere Aufgabe die Deeskalation ist, um nicht eine neue Faschisierung in der Ukraine zu gewährleisten.